Ja, willkommen zurück bei Franbo. Wir haben jetzt alles und brauchen jetzt eigentlich nur noch den König. Hier ist die Bibliothek. Was bist du? Lass Mr. Midnight in Ruhe. Spielt dir dein Kopf wieder Streiche? Kannst du nicht im Spiegel sehen? Kannst du dich nicht im Spiegel sehen? Ich bin nicht du. Bin ich nicht. Lass Mr. Midnight jetzt gehen. Jetzt! Wir töten die Verräter, denn das ist er, Fran. Siehst du es nicht? Mein Kätzchen ist kein Verräter. Er hat versprochen, bei mir zu sein. Er hat es versprochen. So wie Mami und Papi. Sie haben versprochen, auf dich aufzupassen. Wach auf, Fran. Du bist umgeben von Verrätern. Lass mich in Ruhe. Lass meinen Freund in Ruhe. Ich bin alles, was du hast, Fran. Ich bin der immer an deiner Seite ist. Also werden wir diesen Verräter los, ja? Was meinst du? Lass uns glücklich sein. Lass uns zusammen so unglaublich glücklich sein. Oh nein. Geh weg, geh weg, ich war's nicht. Oh mein Gott. Fran, was ist los? Warum weinst du? Ich bin verrückt. Ich bin total verrückt. Die Ärzte hatten recht. Aber du bist nicht verrückt. Es tut mir sehr leid, dass du so denkst. Du solltest jetzt glücklich sein. Du hast die Steine gefunden und bist wieder menschlich. Das ist in der Tat sehr toll. Mein Schatz. Lass mich deine Tränen trocknen. Ich will dir nicht wehtun, mein Schatz. Ich habe das Gefühl, ich werde es tun, ganz sicher. Das wirst du nicht, das weißt du, weil du mich liebst. Ja, Kätzchen, ich liebe dich sehr. Fran, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Wenn du liebst, lebst du. Und das ist alles, was zählt. Du wirst immer die Kraft finden, die Monster in dir zu bekämpfen. Lass uns jetzt gehen und das Tor öffnen, damit du nach Hause kannst. Ja. Ja, tun wir das. Puh. Arme Fran, ich finde das so gemein. Das ist schon echt verrückt. Hier wären wir. Ja, aber... Wo ist die Tür? Oh, natürlich. Ich muss sie sichtbar machen. Aber bist du sicher, dass du zurück willst? Ich bin mir sicher. Okay, los geht's. Der Mensch muss gehen. Öffne die Tür in ihre Realität. Lass den Menschen nach Hause gehen. Wow. Oh, wir gehen nach Hause, Kätzchen. Hä? Der Zauberer ist doch genauso groß wie der König. Ist er denn der große König? Und wer hat die schönere Nase von den beiden? Wer hat die schönere Nase von den beiden? Also ich muss gestehen, ich finde, wenn man sich jetzt nur mal das Gesicht von dem Zauberer wegdenkt, den Zaubererkörper schöner. Wenn man das Gesicht da reinstecken würde, wäre es viel cooler. Ja, der König, einen guten Tag. Ich habe die Steine mitgebracht, damit diese liebliche Person nach Hause kann. Danke, ich bin sehr nervös. Es wird komisch sein, so weit weg von euch. Dann geh nicht. Ich kann dir einen Ort machen, wo du bleiben kannst. Einen magischen Ort. Zauberer, sie muss gehen. Ich habe eine Nachricht einer der Valokas erhalten. Und sie ist nicht bereit. Oh, verstehe. Wovon redet ihr? Bereit für was? Komm schon, Zauberer, platziere die Steine. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber bereit für was? Du weißt,
was die Valokas gesagt haben, darüber der Wahrheit entgegenzutreten. Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich. Nun, sollte ich? Ja, machen Sie weiter, Herr Zauberer. Magische Steine. Erschafft das Schloss, das nur der Mensch aufschließen kann. Nun, jetzt ist es Zeit, dass Fran der Schlüssel ist. Du bist die Einzige, die dies nun öffnen kann. Oh, wow, danke. Okay, schauen wir mal. Wird das ein Pentagramm? Das wäre ja echt lächerlich, oder? Ha! Haha! Mensch, da habe ich auch mal schnell was hingekriegt. Ich rieche Sieg. Schon wieder. Oh, was du nicht alles riechst, ne? Lieber Zauberer, du machst mich sehr nervös. Entschuldigung. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Neckbreakers Spitznamen. Du hast es geschafft, Fran. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Ich bin so aufgeregt. Ich wünschte, ich könnte euch etwas dalassen, damit ihr euch an mich erinnert. Wir werden dich nie vergessen. Du bist ein besonderes Wesen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Palantras gab mir dies für dich. Hä? Was ist da drin? Danke, sagt Palantras, dass ich wünschte, ihm mit seinem Wunden helfen zu können. Ich habe meine Pflaster einem Mädchen in Anstalt gegeben, aber egal. Ich werde es ihm sagen und keine Sorge, Palantras, geht es schon besser. Oh, bevor du gehst, musst du noch etwas riechen. Oh nein! Ach, musst du noch etwas wissen, nicht riechen. Bevor du in deine Welt zurückkehrst, wirst du durch die geheimen Wälder gehen. Die Wälder sind eine Art unsichtbare Passage zwischen unseren Welten. Also ich muss ehrlich gestehen an dieser Stelle, ich bin froh, wenn ich den Zauberer nie wieder synchronisieren muss. Ich habe mir eine ganz schreckliche Art und Weise ausgesucht, ihn zu synchronisieren. Es tut mir leid, echt. Ich bin froh, wenn er weg ist. Es tut mir leid. Er ist ganz nett. Und Entschuldigung. Und du könntest schrecklichen Kreaturen begegnen, die dich fressen wollen. Aber renn einfach. Sie sind recht langsam. Und das sagen sie mir jetzt? Entschuldigung, ich muss immer noch lachen. Das klingt sehr gruselig. Keine Sorge. Das schaffst du schon. Ich hoffe es. Naja, sag auf Wiedersehen, Mr. Midnight. Gehen wir. Auf Wiedersehen. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich mag euch sehr gerne. Auf Wiedersehen. Oh, süß. Oh! Ah! Toll! Kann mir das auch einer mal vorsagen, dass sowas kommt? So, 1, 2, 3 und hopp! 1, 2, 3 und hopp! Aha, 1, 2, 3 und hopp! 1, 2, 3 und hopp! Hopp! 1, 2, 3 und hopp! Oh! Und Mr. Midnight macht mich voll wahnsinnig! Mr. Midnight, lass das! Oh Gott. Nein! Oh, Entschuldigung, ich wollte gar nicht so laut sein. Ich bin völlig irritiert. Er ist hinter mir und der andere ist vor mir und springt wie ein Berserker durch die Gegend. Ich. Und hopp und... Nein! Schon wieder von vorne. So, aber jetzt. Hopp! Oh, ihre Stimme ist voll süß. Am besten sage ich gar nichts. Ich konzentriere mich. Ich
kann nicht den Mund halten. So. Immer schön bis zum Rand und dann springen. Okay, das ging. Okay, das ging auch. Dieses Monster ist total blöd. So. Mr. Midnight, du machst mich vollkommen kirre. Guck rüber. Oh Gott. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ja! Oh, super. Oh, eine Errungenschaft freigeschaltet. Troll Run. Kapitel 4, Teil 1. Mein unsichtbarer Freund. Mhm. Hä? Liegen da unsere Pillen? Hä? Hä? Oh mein Gott, die Tür ging auf. Wow, interessant. Und ich bin froh, dass der riechende Zauberer weg ist. Komm schon, Mr. Midnight, finden wir raus, wo wir sind. Aber da sind noch unsere Pillen. Oh, Fran, ich hoffe, wir finden bald unser Zuhause. Ich verhungere. Mr. Midnight, schau. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite der Brücke. Erinnerst du dich, die, über die wir gehen wollten, bevor wir nach Eterster fielen? Ja, ich erinnere mich. Toll, gehen wir weiter, Kätzchen. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Aber das sind doch unsere Tabletten. Ich entscheide mich, dass wir die Pillen nicht mitnehmen. So, was haben wir hier? Einen Baum. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis dieser Baum wächst. Haben wir hier noch irgendwas, Mr. Midnight? Kätzchen, siehst du das? Die Pillen haben sich von alleine bewegt. Ja, ich finde, das ist sehr seltsam. Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl und müssen uns die Pillen schnappen, oder? Zu Hause? Zu Hause? Ich denke, in dieser Richtung liegt zu Hause. Oh, Mr. Midnight, schäme dich. So. Ja, ich wollte nur, dass er aufhört, sich da zu waschen. Ich möchte die Pillen nicht nehmen, die sind am Seil. Dieser Baum eignet sich perfekt für ein kleines Baumhaus. Schön. So, das hatten wir schon. Hm, leckere Beeren. Hm, leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht. Hä? Wieso sollten Beeren brennen? Im Mund oder was? Na gut, dann. Pillen, nicht bewegen. Ah, wollt ihr mir den Heimweg zeigen? Ich glaube, wir laufen jetzt irgendeinem Monster in die Falle und werden aufgegessen. Hm, leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht. Warum sollen die dann brennen? Hm, ich muss nochmal husten. So. Mr. Midnight, kannst du die nicht fangen? Du bist doch eine Katze. Guck mal, sie ist so traurig. Kannst du die... Ja, guck sie an, genau. Mensch, der hört ja aufs Wort. Das ist ja süß. Und er leckt sich gerade nicht. Kann er nicht die... Ja, 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 schnapp sie dir. Hm. Oh nein! Oh, ich wusste das. Oh nein, ich hätte die Pillen nicht anfassen sollen. Oh, böse Friend. Böse, böse, böse. Oh, was soll ich jetzt tun, Kätzchen? Wir sind hier auf ewig gefangen. Nein, sind wir nicht, wenn wir noch Sagagus Messer haben. Oh nein, er soll nicht auf den Bauch platschen. Aber er landet ja eigentlich auf vier Pfoten. So. Fran, du bist schon da. Nun, ich habe dich nicht vor 2.35 Uhr erwartet. Und so wie ich das sehe, bist du nicht mehr gefangen. Interessant. Wie dem auch sei, ich möchte mich vorstellen. Ich bin Edward... Edward? Edward? Ich bin Edward, dein treuer Freund. Edward, kenne ich dich von irgendwoher? Du kommst mir bekannt vor. Ja, ich bin das Wesen der Nacht. Wir haben schon zusammen gespielt. Ich habe dir geholfen, Mr. Midnight zu finden, weißt du? Wirklich? Ich glaube, ich habe mein Kätzchen ganz gut alleine gefunden. Hey. Hey, bist du nicht der, der die Schwestern wütend gemacht hat? Nein, ich habe die Schwestern nicht wütend gemacht. Sie dachten, ich wäre es. Verstehst du? Aber das ist, weil sie nie in sich selbst geschaut haben. Was meinst du mit, sie haben nie in sich selbst geschaut? Sie gaben mir die Schuld, anstatt zu akzeptieren, dass ihre Eltern sie nie geliebt haben. Aber sprechen wir nicht mehr von den Schwestern, okay? Erkennst du mich wieder, liebe Freund? Der große Mann mit dem Zylinder? Ich kam immer bei Nacht und habe dir Geschichten erzählt, als du noch ein Baby warst. Ich kam zu dir,
nachdem du mich erdacht hast. Aber ich bin keine Einbildung, verstehst du? Ich bin Teil deiner Realität. Habe ich mich eingebildet? Du kommst mir bekannt vor, ja, das stimmt. Ich existiere, weil du existierst, die Wahrheit ist. Du konntest mich dir vorstellen, weil ich schon existiert habe. Wie auch immer, wir haben keine Zeit, darüber zu sprechen. Eigentlich bin ich hier, um dich nach Hause zu bringen. Folge mir. Nein? Warum sollte ich? Ich kann dir nicht vertrauen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich bestehe nicht aus Dunkelheit. Ich bin dein Freund. Okay, du scheinst nett zu sein. Ich komme mit dir. Oh, Fran! Ich komme mit dir, aber ich vertraue dir noch nicht. Das ist okay. Komm jetzt. Ich muss dir etwas zeigen. Oh, der Ohr ist der groß. Du gehst nicht mit. Fran? Rüste dich aus. Hier, dein Messer in deiner Hand. Bist du Rechts- oder Linkshänderin? Ja, lieber Rechtshänderin. So. Ich weiß noch nicht, ob ich mit seiner Stimme zufrieden bin, aber ich wollte mal was anderes. Schau, die fliegende E-Board-Maschine. Was hältst du davon? Ganz okay, aber fliegt sie wirklich? Ja, mit diesem großartigen Stück Metall bringe ich dich nach Hause. Wir fliegen, sobald ich alles geregelt habe. Außerdem ist es noch nicht 2.35 Uhr auf der Uhr. Das klingt toll, aber was hat es mit 2.35 Uhr auf sich? Ich verstehe das nicht. Wenn die Zeit langsamer wird, haben wir die Chance, die Ultrarealität zu betreten. In der Ultrarealität können wir überall hinreisen. Jetzt stehen wir auf den endlosen Grenzen der zweiten Realität. Aber du bist ein Teil der dritten Realität. Verstehst du das? Nein? Ja, das verstehe ich. Klingt verrückt. Schön, dass du mir einen Schritt voraus bist. Aber sollte ich nicht warten, bis du die Maschine repariert hast? Warten? Natürlich nicht. Du kannst mir helfen. Bring mir Wasser und Feuerbeeren, ja? Okay, irgendwas zu tun ist besser als nichts zu tun, denke ich. Super. Hier ist der unglaubliche von Edward handgemachte Eimer für das Wasser. Okay. Ah, und die Feuerbeeren. Du erkennst am Feuer, welche du pflücken musst. Okay, aber kann ich etwas fragen? Wofür brauchen die Beeren? Wofür brauchst du die Beeren und das Wasser? Ah, nun, die Beeren geben einen tollen Treibstoff. Sie reichen für viele, viele Stunden. Und das Wasser brauche ich, um den Schmutz loszuwerden, die Kamalas. Oh, Kamalas, verstehe ich. Ich hoffe, sie kommen nicht zur Flugmaschine. Man weiß es nicht, aber wir wissen, dass sie kein Wasser mögen, richtig? Oh, Schatz, ich hätte es fast vergessen. Deine Medizin, du brauchst sie. Einiges ist für dich immer noch unsichtbarer. Siehst du? Hier. Ich weiß nicht, ob ich die Pillen wieder haben möchte. Das ging auch so. Unsichtbar für mich? Hm. Verstehe. Danke. Ich wollte von den Pillen fangen, aber sie fingen mich zuerst. Oh, ja, übrigens, tut mir leid. Ich musste irgendwie deine Aufmerksamkeit bekommen. Oh, schon okay. Ich habe die Falle in einer Sekunde oder so besiegt. Ja, wie auch immer. Ich hole die Feuerbeeren und das Wasser. Ich bin gleich wieder da. Super. Ich bereite die Maschine vor. Ich weiß nicht, ob ich denen trauen kann, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich finde das schon... Edward. Der handgemachte Eimer von Edward, er ist leer. Okay, also wir brauchen Wasser und Beeren, ne? Leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht. Leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht. Das sind da normale Beeren, keine Feuerbeeren. Okay, also wir brauchen jetzt Wasser und Feuerbeeren, aber wir sind bei 20 Minuten. Oh, ich bin... Also jetzt bin ich so richtig mittendrin, so... Ich will jetzt unbedingt wissen, was es hier mit diesem Edward auf sich hat. Das ist doch irre. Weil am Anfang des Spiels haben wir ja von Edward, also wir haben den Namen Edward gelesen. Und ich wollte unbedingt wissen, was es ist. Und jetzt sind wir hier. Das ist ja... Also der ist ja irgendwie schon...
Ich weiß nicht, ob ich dem trauen soll. Er sieht so böse aus, aber irgendwie hat er ja was. Ich überlege noch, ob ich ihm eine andere Stimme geben soll. Mal gucken. So, ich sag danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Franbo. Und suchen dann mal ein bisschen was an ein paar Bären. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.